In diesem Video tanzen wir wieder eine kleine Burlesque-Kombination. Mein Name ist Jana, ich bin Tanzpädagogin, Burlesque-Künstlerin und Bauchtanzlehrerin. Und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir kleine Burlesque-Tanzkombinationen zum Mitmachen. Ja, und auch heute habe ich wieder eine kleine Choreografie für dich vorbereitet. Und zwar zeige ich sie dir zuerst einmal vor. Dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt und ganz zum Schluss tanzen wir wieder beide gemeinsam. Das ist die kleine Tanzkombination, die wir heute in diesem Video lernen. Und ja, dann geht es los. Du kannst direkt mittanzen, wenn du möchtest. Ja? Und zwar startet unsere Tanzkombination mit einer schönen Pose. Dazu stellst du dich elegant hin. Füße 45 Grad nach außen. Ein Fuß aufgestellt. Eine elegante, schöne gestreckte Haltung, du bist aufgerichtet, deine Schultern sind unten und dein Kopf ist an einem Silberfaden nach oben gezogen. Genau, und jetzt packst du deine Hände in die Hüfte und kannst jetzt hier 3 bis 4 Mal, je nachdem wie es zu deiner Musik passt, mit der Hüfte wackeln. 1, 2, 3. 4. Ja, und mach das wirklich ganz genüsslich, nimm dir die Zeit, genieße das. Genau. Anschließend machen wir eine Pose. Dafür nehmen wir erst einen Arm nach oben und den zweiten Arm nach oben. Genau. Diese Pose hältst du für circa 2 Sekunden. Du kannst dir hier vorstellen, jemand fotografiert dich hier. Ja? Genau, ich erkläre noch mal etwas zu der Pose. Und zwar, mach das wirklich langsam, genüsslich und nacheinander. Ja? Also du nimmst erst einen Arm nach oben und schaust ihm dabei hinterher. Und in dem Moment hast du den schönsten Arm der Welt. Und Achtung, wenn du den Arm nach oben nimmst, lass deine Schultern unten. Also die Schultern kommen hier nicht bis hoch zu den Ohren, sondern die Schulter bleibt unten, auch wenn der Arm oben ist. Und das Ganze nochmal mit dem zweiten Arm. Hinterher schauen, Schultern unten lassen und schauen. Und mach dich hier wirklich groß, genieße das. Das ist dein Moment. Ja, also duck dich hier nicht irgendwie ein oder sondern streck dich, mach dich groß, feier dich, genau. Ja, diese Pose 2 Sekunden halten und dann die Arme wieder nach unten. Und zwar packst du deine Arme wieder auf die Hüfte für die nächste Bewegung, die wir jetzt machen. Und zwar einen Grind. Ein Grind ist so eine weich-geschmeidige Bewegung und es gibt mehrere verschiedene Arten von Grinds. Der Grind, den wir jetzt hier in diesem Video machen, ist dieser Kreis mit der Hüfte. Also du kannst dir das wirklich hier vorstellen, du malst mit deiner Hüfte so einen runden Kreis. Mach diese Bewegung so groß wie möglich. Also es ist eine kleine Bewegung, aber versuch wirklich so groß wie möglich diese Bewegung für dich
zu machen. Du kannst dir dabei vorstellen, dass deine Hüfte mit Wasser gefüllt ist, dann wird es noch ein bisschen geschmeidiger. Und mach das so oft und so lange, wie es dir gefällt und wie es zu deiner Musik passt. Ja? Genau. Das ist der Grind. Und anschließend packst du deine Hände auf ein Wolkenkissen und wir laufen 3 Schritte nach vorne. Dafür streckst du jetzt dein Bein nach außen. Mach es wirklich lang, strecke deinen Fuß, ja, also hier nicht so, sondern schön lang, elegant. Alles, was du hier machst, machst du wirklich mit Stolz und mit Genuss. Ja, also genieße das, ja, und gönn dir einfach diesen Moment für dich. Ja, also Bein ist gestreckt, Schritt nach vor, anderes Bein, strecken, Schritt nach vor, strecken, Schritt nach vor. Und jetzt hast du ja wieder eine elegante Pose. Und dann kommt die nächste Bewegung, und zwar diese Schlangenarme. Ja, also du machst jetzt hier diese Wellenbewegungen mit deinen Armen. Dafür kannst du dir vorstellen, du bist im Wasser und deine Algen bzw. deine Arme sind Wasseralgen und schweben hier so ganz leicht im Wasser. Du kannst diese Bewegung auch mit beiden Armen gleichzeitig machen. Je nachdem, wie es dir besser gefällt. Ich mache jetzt hier abwechselnd beide Arme. Genau. Und ganz am Schluss machen wir wieder eine Pose, um diese Tanzkombination zu beenden. Und du hast hier bei Posen unglaublich viele Möglichkeiten. Ja, also du kannst hier für dich diese Kombination so tanzen, wie es dir gefällt und sie dir komplett zu eigen machen. Ja, so wie es zu deiner Musik passt und so wie du dich damit wohlfühlst. Ja, und wir tanzen jetzt diese kleine Kombination noch einmal. Und wenn du irgendwelche Videowünsche hast, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Thank you.